back from the dead. Schauen wir, was passiert. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Shit. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Hillary Clinton. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Madam President! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Bitte! Bitte! Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Madam President! Bitte! Madam President! Madam President, die Öffentlichkeit scheint den Abweichlern wegen ihres gewalttätigen Verhaltens feindlich gesinnt zu sein. Würden Sie das bitte kommentieren? Die Abweichler haben sich bisher als äußerst brutal erwiesen. Haben wir gar nicht. Sie haben gezeigt, dass sie eine Bedrohung für die Gesellschaft sind. Oh mein Gott, die werden uns alle töten. Und ich bin fest entschlossen, sie alle auszuschalten. Oh mein Gott, die werden uns alle töten. Die werden uns alle töten. Bitte. Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Oh mein Gott. Das wäre alles. Die werden uns killen. Okay, Leute, die werden uns killen. Die werden uns abschlachten. Ja, yep, die werden uns abschlachten. Shit. Es sei denn, Connor hat Erfolg und holt tausende Leute dazu. Oh mein Gott. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Der Connor muss erfolgreich sein. Der muss die tausenden Cyber-Life-Droiden rausholen. Wenn wir mehr Einfluss haben. Zentrale, krass. Die dürfen nicht wissen, dass wir menschlich sind. Keineswegs. Die müssen uns komplett für eine Maschine halten. Mir nach. Wir begleiten dich. Danke, aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Okay, shit. Kann man sonst hier irgendwas machen? Mal gucken. Nee.
So ein Riesengebäude, Alter. Agent 23 identifiziert. Android identifiziert. Agent 72 identifiziert. Scan abgeschlossen. Zugang autorisiert. Ich weiß nicht ganz genau, was wir jetzt machen müssen hier. Ich scanne mal immer wieder, um zu gucken, ob irgendwas zu machen ist, aber... Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Minus 49. Okay. Okay. Wir müssen dahin, das Warenhauslager zu erreichen. Fuck. Stoppe den Aufzug vor dem Stockwerk 31. Schalte die Wachen aus. Okay, Vorkonzern ist gut. Junge, Connor. Du Ehrenmann. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Dass das niemand gesehen hat in einem durchsichtigen Fahrstuhl. Scheiße. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott, 20 Minuten haben wir nur? Ja, nee, das ist doch kacke. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Wenn wirklich passieren kann, ja eher nichts. Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich muss die sogar mitnehmen. Es gibt gar keine Möglichkeit, was anderes zu machen. Ja, ich kann die nur mitnehmen. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Na komm. Lass uns gehen. Vielleicht würde es sich ein bisschen schneller bewegen. Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab
gesagt? Sind das noch viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Es wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Beeilung, rein da! Junge. Da drüben, da sind die Cherries. Wir können nichts tun. Die Soldaten sind überall. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie töten. Aber uns auch, Mädchen. Oh mein Gott, die Cherries retten oder weitergehen. Tut mir leid, Alice. Wir können nichts tun. Wie schnell hätten wir denn da? Was hätten wir denn machen sollen? Die hätten uns einfach auch erschossen. Wir müssen weitergehen. Das ist eine Kriegssituation. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Die scannen die Leute nach, ob das Menschen sind oder nicht. Scheiß Androiden. Fuck. Nein, 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 nein. Falschen Button gedrückt. Fuck. Dieses AB von Nintendo. Androidenmädchen. Hau doch ab. Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt einen Umweg, aber der Bus fährt bald ab. Ein sicherer Weg wäre besser. Okay, Leute, was machen wir? Kontrollpunkt, riskant, 3 Minuten. Okay, wir sind mutig. Wir sind mutig. Augen zu und durch, let's go. Wir haben Pässe. Nichts Schlimmes. Alles gut. Hey Jungs, wie geht's? Alles klar bei euch? Was auch passiert, keine Panik, okay? Bleibt ganz ruhig. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Wir wollen mit dem Bus über die Grenze. Meine Tochter soll sicher sein, bis sich die Lage beruhigt. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Sie ist an Soldaten nicht gewöhnt. Sie hat ein bisschen Angst bei all dem, was passiert. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Hat funktioniert, hey, Jungs. Moment mal. Nein! Du hast was verloren. Oh. Danke. Bitteschön. Oh mein Gott, fuck my life. Ich habe auch die Pässe gedacht.